Hallo, schön, dass ihr euch entschieden habt, dieses Video zum Thema Zeitangaben mit Zins und Fonds anzusehen. In diesem Video werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wann benutzt man Zins und wann Fonds? Meistens werden Zins und Fonds mit dem Present Perfect benutzt. Wir werden aber gleich sehen, dass es da auch einige Ausnahmen gibt. Zins und Fonds werden im Deutschen beide mit seit übersetzt. Im Englischen haben sie aber unterschiedliche Bedeutungen, die man nicht verwechseln sollte. Man drückt mit Zins aus, seit wann etwas geschehen ist, und mit Fonds, wie lange. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.